Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr war ein Reisebus in Richtung München auf der Autobahn A96 unterwegs. An der Anschlussstelle Holzgünz wollte der Fahrer die Autobahn kurz verlassen, um zu tanken. Dabei bemerkte er, dass die Motorleistung des Busses sich verringerte und Rauch aus dem Motorraum drang. Daraufhin geriet der Bus in Brand. Dem Fahrer des sonst unbesetzten Reisebusses gelang es noch rechtzeitig, den Bus zu stoppen. Er konnte den Flixbus unverletzt verlassen. Dort brannte das Gefährt schließlich vollständig aus. Ursächlich für den Brand ist wohl ein technischer Defekt. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich, eine Feuerwehrfrau wurde bei den Löscharbeiten verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehren Memmingerberg, Holzgünz, Ungerhausen und Memmingen waren mit zahlreichen Kräften vor Ort. Ebenso ein Rettungswagen und der Einsatzleiter. Die Bergung des Busses durch ein Abschleppunternehmen dauerte mehrere Stunden. Währenddessen war die Autobahnzufahrt in Richtung München und die Staatsstraße gesperrt.